Grüße euch. Hallo, hier spricht Susanna. Ja, ich komme mit einer Botschaft zu euch, die ich soeben empfangen habe, über eine Wesenheit, die sich bisher bei mir noch nie gemeldet hat. Nachdem ich also überprüft habe über Meister Kutumi, dass das in Ordnung ist, habe ich dann diese Botschaft auch aufgeschrieben, weil sie so in einem Befehlston ein wenig kam, war ich ein wenig skeptisch vorher, weil sofort in meinem Kopf immer nur war: Schreib, ja, setz dich hin und schreib. Das war so, ja, so auffordernd, dass ich ein wenig überrascht war. Aber okay, ich habe das dann jetzt getan und gebe es an euch weiter. Nie war es wichtiger als jetzt in diesem Moment und all den Momenten, die folgen. Bleibe bei dir, lasse dich nicht verwirren, nicht vom Weg abbringen, von dem du tief in dir weißt, es ist der richtige. Wiche alle Zweifel zur Seite, selbst wenn Argumente, Neuigkeiten, Geschehnisse so gewaltig sein werden, dass sie kaum zu verstehen, geschweige denn zu glauben sind. Alles, was du nicht kennst, ängstigt deinen Verstand, aber wisse, dein wahres Sein versteht, ruht in sich selbst und ist und bleibt stets in seiner Schwingung des Ursprungs allen Seins, und diese Schwingung ist reine Liebe. Egal, was außen kommt, passiert, dich in Bedrängnis führt, dich staunen und erstaunen lässt und du nicht mehr unterscheiden kannst, was Illusion und was die Wahrheit ist, erinnere dich an das, was du bist. Ein Teil Gottes, gehören zum ewigen Plan des Seins auf allen Erfahrungsebenen. Du kennst jede Ebene, obwohl du vielleicht noch nicht alle besucht hast, durch Verbindung mit allem, was ist. Alles ist in dir. Die Ebene, auf der du dich derzeit mit deinem Bewusstsein befindest und die im Begriff ist, zu steigen, wird diese Erfahrung erstmals durchlaufen. Ein großartiges Geschehen, weil du mit ihr aufsteigst. Dieses Erleben ist auch in deiner Erinnerung und doch erlebst du sie als Mensch erstmals. Niemals zuvor im Multiversum aller Multiversen ist dies für eine inkarnierte Seele geschehen. Und stelle dir vor, es passiert jetzt. Alles passiert im Jetzt. Du erinnerst dich und doch erfährst du es zur gleichen Zeit. Wir wissen, wie schwer das ist zu verstehen, und wir wissen, dies übersteigt das kleine Bewusstsein eines als Menschen inkarnierten Wesens, da der Verstand nicht voll von dir genutzt werden kann, weil dein Ego dort befiehlt, begrenzt und dich vom wahren Wissen, vom wahren Sein abschirmt. Es ist aber keine Voraussetzung für den Aufstieg und die Rückkehr zum wahren Selbst, alles zu verstehen. Es ist aber gut zu wissen, dass es geschieht. Alles beginnt Kopf zu stehen und alles fügt sich wieder zusammen, aber nicht so, wie es vorher zusammengesetzt war. Keine Zelle wird so sein wie zuvor. Die Transformation geht voran und mehr lichtet sich euer wahres Selbst. Es befreit sich nach eurer Zeitrechnung schon recht lange und in der Jetzt-Qualität geht auseinander, was auseinander gehört und geht zusammen, was zusammengehört. Wir wissen, es ist eine verwirrende Zeit, und obwohl alles schon geschrieben steht, kann sich auch im Jetzt alles ändern, weil das Kollektiv bestimmt, wie es weitergeht. Verwirrend dabei ist, dass das individuelle Bewusstsein noch auf der Suche ist, Entscheidungen treffen muss, wohin es gehört, und es vieles verabschieden muss, um überhaupt eine klare Linie zu erschauen. Alles scheint durcheinander, die Richtung unklar, die Motivation schwankt, das Potenzial ist mal deutlich und erleuchtend, mal völlig verborgen und unangetastet, nichts scheint sicher zu sein. Aufräumen, in sich selbst, loslassen, ordnen und planen, wer man sein will in der kommenden neuen Zeit auf einer Ebene, die so anders ist, als man gewohnt war. Alles ist verzerrt und die Gefühle spielen verrückt. Auf nichts ist Verlass. Die Stimmung wechselt von einer Minute zur nächsten. Es wirkt, als hättest du eine manisch-depressive Phase, weil du von totaler Glückseligkeit in tiefe Trauer verfallen kannst, ohne die Ursache zu erkennen.
Gedankenspiel verrückt, machen dich klein, machen dich groß und mal glaubst du, über den Dingen zu stehen, mal glaubst du, gar nichts mehr zu verstehen und fühlst dich unfähig. Als Vergleich mögen wir dir sagen, du befindest dich auf einer Schaukel und es geht rauf und runter, aber nicht harmonisch, denn da kommt Wind auf, der bläst dich von der Seite an, lässt dich wackeln und auch ein Sturm ist nicht unvermeidbar. Der droht, dich von der Schaukel zu zwingen. Es sind Energien, die miteinander toben, die, die vom Kollektiv kommen und jene, die von dir ausgehen. Im Kollektiv ist Unordnung, Uneinigkeit noch. Beginne bei dir, finde deinen Ausgleich, bekenne dich für das, was du willst, halte dich fest und vertraue dir und damit deinem Schöpfer. Bist du standhaft, dein Glaube stark, dein Vertrauen stark, dann trägt dich deine Schwingung zu der Schwingung, die zu dir gehört und dich dahin bringt, wo du hin möchtest. Du trägst mit deinem Bewusstsein dazu bei, das Kollektiv in den Ausgleich zu bringen und damit die Spaltung zu beenden. Und das kannst du nur mit dem, was wir zuvor erwähnten. Finde Ruhe, Stabilität in dir und lege dein Leben in Gottes Hand. Sage, dein Wille geschehe und dein Wissen und dein Glaube tragen zum Frieden im großen Bewusstsein des Kollektivs bei. Du bist die Veränderung, auf die du wartest. Es ist dein Wissen und dein Glaube, die den Aufstieg bewirken. Möchtest du einen Himmelsritt oder eine Talfahrt? Entscheide. Derzeit ist es beides. Merkst du das? Richte deinen Fokus auf das Ziel, die Liebe durch dich auf die neue Erde zu bringen. Es gibt noch einen guten Rat für dich. Magst du deine Reise in absoluter Sicherheit, harmonisch und mit großer Vorfreude erleben, dann bezahle das Multiversum mit deiner Dankbarkeit. Danke allem, was ist, für dieses Wunder, als sei es bereits geschehen und dir kann kein Sturm etwas anhaben. Wir verabschieden uns und freuen uns auf einen weiteren Kontakt, um unsere Aufgabe mit Liebe zu erfüllen, in der jetzt Zeit, an deiner Seite zu stehen und dich zu unterstützen. Wir sind eine Wesenheit, die sich aus vielen Seelen mit einer leeren Essenz zusammensetzt, die über die gleiche Seelenmatrix verfügen wie du, Susanne. Nenne uns Organum des Weisen. Ein Begriff für dich, den wir auch für dich erfunden haben, damit du uns zuordnen kannst, obwohl du sofort unsere Schwingung wahrgenommen hast, als noch fremd. Es kommt der Moment, wo du keinen Namen mehr benötigst, weil du anhand jeder Schwingung wissen wirst, wer mit dir spricht. Gott sei mit dir. Ja, sehr interessant. Und ich denke, da ist wirklich viel Weisheit drin, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir immer mehr wirklich bei uns selbst bleiben müssen, uns nicht irren lassen dürfen von dem, was so an Meldungen auf uns herunterprasselt. Ja? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Satz ist der mit dieser Dankbarkeit. Ich glaube, wenn wir voller Dankbarkeit sind für dieses Erleben, ganz egal, wie es auch immer aussehen mag, mit dem Wissen, ja, dass der Plan Gottes in Erfüllung geht, ja, dann tragen wir mit Sicherheit dazu bei, dass es im Kollektiv harmonischer zugeht. Ich wünsche euch was.